Ding, 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 ding. Runde 2 gegen den Dämonenritter. Neuer Versuch. Ich habe mal nachgeschaut. Oh, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier unten überhaupt rasten kann. Moment mal eben. Perfekt. Wir können hier unten auch noch rasten. Das ist super. Ich habe mal nachgeschaut. Ich zeige euch mal kurz, was ich herausgefunden habe. Für den Jeslik habe ich hier drinnen Stufe 4 Handlungsfreiheit. Handlungsfreiheit ist eine Phase plus eine Runde pro Stufe. Ich weiß gar nicht, was für Stufe der Jeslik aktuell ist. Und das würde ich vielleicht sogar vorab schon mal auf unsere, vielleicht auf den Tollfuß oder so wirken. Und damit der schon mal hier nicht betroffen ist. Und vielleicht noch auf einen zweiten Nahkämpfer oder so, damit wir uns eventuell, nachdem wir das Spiel zerstört haben, gleich mal um die komischen Zauberer kümmern können. Außerdem hat die Nera hier drinnen noch, was ist das hier? Nee, Fluchbrechen habe ich hier genommen, aber da weiß ich nicht, ob das funktioniert. Bin ich mir nicht sicher, aber wir haben hier drinnen Magie bannen und Magie zerstören. Das müsste eigentlich auch gehen. Magie zerstören für die gegnerische Blubberblase und Magie bannen dann für diejenigen, die eben keine Handlungsfreiheit haben. Immer natürlich unter der Voraussetzung, dass sie selber das dann auch zaubern können. Dann haben wir Magie bannen hier beim Venitor drinnen. Und das war es aber auch schon, glaube ich, bei ihm erstmal. Ja, genau. Grundsätzlich würde ich aber schon sagen, dass wir einfach mal die ganzen Monster raushauen, die wir hier haben. Weil wenn ich jetzt, wann dann? Ne? Wenn ich jetzt, wann dann? Und dafür teilen wir die Stäbe mal auf, sobald der Venitor Platz im Inventar hat. Was mache ich denn mit hier? Stab der Furcht. So. Und dann werden wir hier ein paar Ablenkungsmonster beschwören. Also, ne, mein Plan, ich speichere mal kurz ab. Mein Plan ist, der Tollfuß läuft hier runter, zerstört den Spiegel, läuft wieder hoch. Währenddessen Ablenkungsmonster hier unten zaubern. Und einfach mal schauen, dass wir hier erstmal außerhalb der Kampfarena bleiben. Wird natürlich schon sein, dass die wahrscheinlich hier hochlaufen und uns dann vielleicht verzaubern wollen. Aber das müssen wir jetzt ausprobieren. Ich werde es jetzt wieder, wie so oft, so zwei, dreimal probieren. Und wenn wir es dann immer noch nicht geschafft haben, dann werde ich einfach so lange probieren, bis es klappt. Und den letzten Durchgang, den zeige ich euch dann erneut. Ich sehe gerade, dass er sowieso Handlungsfreiheit hat hier. Der Kuran. Der ist nicht betroffen. Das heißt, wir müssten das Ganze dann eigentlich nur auf den Tollfuß wirken. Wer hatte das? Das hatte der Jeslik. Der Jeslik muss zum einen den Segen wirken. So. Und ja, wir warten mit der... Na komm, wir machen gleich die Handlungsfreiheit. Einmal Handlungsfreiheit. So, jetzt gehst du hier runter. Oh, die Hast brauchen wir auch noch. Was wollt ihr denn? Die Hast. Bleibst hier oben. Hat den Tollfuß jetzt offenbar nicht interessiert, diese Hast. So, ist er denn jetzt betäubt, Tollfuß? Jetzt ist er schon betäubt. Wie einfach nicht runterlaufen konnte, der Tollfuß. Es war ein kurzer Kampf. Okay, meine Frage ist ja auch, wieso mache ich den Spiegel überhaupt kaputt und wieso schmeiße ich nicht wieder so Feuerbälle hier in die Mitte? Ich versuche mal den Tollfuß irgendwie rauszubekommen. Hier keine 2 Meter gekommen ist, ne? Hier keine 2 Meter gekommen ist. Oh Mann. Leute, das ist ja wieder typisch, ne? Das ist ja wieder richtig typisch. Okay, wir probieren das jetzt einfach mal. Er steht ja hier unten. Ich hau mal hier das rein.
Oh, er hat Magiewiderstand. Ah, okay, er hat Magiewiderstand. Mit meinem üblichen Elan. Klappt leider nicht. Dann, ich weiß gar nicht, wie habe ich denn das gemacht? Ich glaube, dadurch, dass wir Hast hatten, bin ich schneller zum Spiegel runtergekommen, wie ursprünglich gedacht. Wir probieren es nochmal. Probier es nochmal, Tollfuß. So, der Tollfuß läuft jetzt hier rüber und geht jetzt von der Seite runter. Greift hier an. Er verzaubert ihn halt einfach instant, ne? Sobald er uns sieht, verzaubert er uns. Sehr ärgerlich. Für euch. Wenn wir dich angreifen, er hat halt auch nicht wirklich irgendwie. Er macht nicht wirklich großartig Schaden, oder? Sehr verrückt. Der macht nicht wirklich viel Schaden. Vier Schaden von Nera, aber er hat trotzdem ja den Magiewiderstand noch drin. Oh, der Jeslik ist fast tot. Der Jeslik ist schon fast tot hier. Ist der Tollfuß schon wieder hier? Nee. Versuch nochmal irgendwie so Magiebannen machen oder so, weil... Kann der Jeslik aktuell... Wir müssen halt irgendwie... Oh, hör auf, ihn anzugreifen. Na gut, solange jetzt dem Jeslik nachläuft, habe ich da kein Problem, Leute. Das soll er ruhig machen. Das spart uns etwas Zeit. Ich versuche ihn mal ein bisschen zu ziehen. Oh, nee, nee, du musst natürlich weg. Ja. Tollfuß ist leider immer noch betäubt. Ich glaube nicht, dass das so gedacht ist wieder. Ich werde wahnsinnig, Leute. Du kannst, der Koran kann ja in der Zwischenzeit auch einen Heiltrank zu sich nehmen. Damit er nicht gleich stirbt hier. Gut. Und die Imoin. Oh, der Tollfuß ist wieder da. Die Imoin, die... Jetzt, ne? Die schießt ihn jetzt einfach runter. Was zum Henker, Leute. Was ist das denn für ein Dämonenritter? Der Tollfuß ist leider ein bisschen zu langsam, habe ich das Gefühl. Kann der Tollfuß nicht vorne weglaufen und ihm den Weg abschneiden? So. Er ist sehr fixiert auf den Jeslik, habe ich das Gefühl. Ich fasse es nicht, Leute. Oh mein Gott. Das darf ich ja nicht online stellen jetzt. So eine cheesy Taktik hier. Meine Güte, das war ja super einfach jetzt. Okay, erstmal speichern und einmal rasten. Fass es nicht. Wir bekommen einen Helm, ein Langschild, einen Seelenräuber, Dolch und Glitzerstaub. So war das wahrscheinlich nicht gedacht. So war das nicht gedacht. Langschild plus 1. Wir brauchen aktuell kein Langschild mehr. Er hat sein Schild, er hat keins. Deswegen wird das nicht benötigt. Wir können hier noch ein paar Pfeile umlagern, damit der Jeslik wieder etwas Platz im Inventar hat. Das ist ja die Höhe, dass das so jetzt funktioniert hat. Das hat ja überhaupt keinen Sinn gegeben. Na gut. So, das ist jetzt hier der Helm der Gesinnungsumkehr, den wir schon mal angesprochen haben. Vor unglaublich vielen Folgen war das, als wir Probleme hatten mit der Gefährtenzusammenstellung. Kann nur durch Fluchbrechen wieder abgenommen werden. Wir brauchen es eigentlich nicht mehr. Bei Baylot ist es egal. Dem ist es egal. Er hat überhaupt kein Problem mit anderen Charakteren. Neutral, chaotisch neutral, rechtschaffend, chaotisch gut und chaotisch neutral. Also wir sind jetzt so durchschnittlich. Das heißt, wir werden den einfach verkaufen, den Helm.
paar Pfeilchen. Und wir hatten noch irgendwas, oder? Wir hatten den Seelenräuber-Dolch. Dieser Dolch wiegt schwer in eurer Hand, fühlt sich warm an. Schon das Bewusstsein, ihn bei euch zu tragen, ist genug, dass ihr euch irgendwie unbehaglich fühlt. Der Edelstein im Griff scheint von innen heraus zu leuchten, auch wenn ihr keine Ahnung habt, wie er gleichzeitig leuchten und im Innersten so abgrundtief schwarz sein kann. 1W4 Stich. Hat der irgendwelche besonderen Eigenschaften? Ich werde den mal nicht verkaufen oder mal prüfen, ob wir mit dem noch was machen müssen. Und Glitzerstaub. Das war ja jetzt echt verrückt hier. Meine Güte. Vor allem, dass die Imuin ihn immer schön weiter abgeschossen hat. Die ganze Zeit. Der Imuin war das komplett egal. Die hat einfach nur draufgehalten und hat, ich sag mal, 3/4 seiner Gesundheit hat Imuin abgezogen. Na gut, wir werden natürlich jetzt trotzdem den Dings noch, den Spiegel uns noch anschauen. Wahrscheinlich kommen dann wieder die Gestalten heraus. Das kann durchaus sein. Dalton. Ich muss hier weg. Wer? Nein! Bleibt, wo ihr seid! Bleibt, wo ihr seid! Und seid doch endlich still, Junge! Das große, böse Monster ist tot und wir mögen keine Heulsusen. Ah, ihr seid auch hier, um mir weh zu tun. Ich muss fort. Okay. Er ist ein bisschen verwirrt, aber mehr gibt's hier nicht. Also ich kann auch nichts mehr plündern. Es ist echt das Ende dieses Turmes, offenbar. Oh, Moment mal, der Seelenräuber-Dolch, war das nicht eine Quest? Ah, hier. Der Hurgan Steinklinge will den haben. Guck nur mal, was wir hier... Terellas vermisstes Sohn. Oh, da, Dalton. Das war ja der, okay. Also, dann haben wir hier schon einige Quests abgeschlossen. Und können dann wieder hochmarschieren. Okay, also einmal speichern. Dann schauen wir uns den Spiegel nochmal an. Und jetzt kommen wahrscheinlich die ganzen... Nö. Na gut. Der Spiegel ist trotzdem zerbrochen. Das ist schon mal gut. Dann richtet er kein Unheil mehr an. Und dann gehen wir mal nach draußen. Und vielleicht wartet draußen der Durlak noch auf seine Befreiung. Ansonsten sind wir hier durch. Ein Achievement gab es gerade eben für Durlaks Tower. Also wir sind schon durch. Ich dachte, es kommen noch ein, zwei Ebenen. Aber na gut. Aber selbstverständlich. Ihr habt es geschafft. Dalton kam so schnell herausgeschossen. So schnell habe ich ihn noch nie laufen sehen. Hat noch einer der anderen? Nein. Sie sind tot, nicht wahr? Zumindest wird Daltons Mutter wieder gut schlafen können. Ich bezweifle, dass er in näherer Zukunft wieder auf Abenteuerreise gehen wird. Ich werde es jedenfalls nicht tun. Wenigstens habt ihr den Dämonenritter gestoppt, obwohl es mich beunruhigt. Ich habe gehört, diese Ritter dienen mächtigen Wesen, die noch schrecklicher sind als sie selbst. Als ob so etwas überhaupt möglich wäre. Ich sollte mich lieber auf den Weg machen. Ich frage mich, was der Dämonenritter mit der ganzen Situation hier zu tun hatte. Weil ja eigentlich hier so Gestaltwander hier drin waren im Turm. Von denen habe ich gar nichts mehr gesehen, außer natürlich die, die wir jetzt hier so getroffen haben. Der Islan sprechen wir gleich noch. Also ist sehr seltsam, oder? Verwechsel ich da irgendwas? Der Durlak ist jetzt auch weg, oder? Steht der noch hier vorne? Der ist auch weg. Der einzige Weg ist jetzt nach draußen. Wir tun Gutes. Genau wie mein Clan vor langer Zeit. Okay. Ich hätte mir so ein bisschen so einen besseren Abschluss gewünscht. Ich weiß nicht, wieso der Dämonenritter jetzt hier war. Ob der zu den Doppelgängern gehört hat. Ob der einfach mal so hier reinkam. Nachher reinkam, als alles schon vorbei war. Als alles schon voll war mit den Doppelgängern. Das lässt ein paar Fragen jetzt schon offen, ne? Na gut. Die Anwesenheit des Geistes ist hier nicht länger. Ihr habt das Unsterbliche getötet. Ein weiterer Eindringling, der sich bereichern wollte, verschwunden, wie sie sein sollten. Ich wollte
Der Kummer würde ebenso verschwinden. Er ist dickköpfig, meint Durlak. Dieser Ort wird mit der Zeit zu- und abnehmen. Bedauern wird nicht für immer bestehen. Ihr könnt gehen, wann ihr wollt. Ich werde euch fortschicken. Okay. Dann schick uns mal hoch. Und dann sind wir wieder hier an der frischen Luft. Wir hätten jetzt noch den einen Bereich zu klären, aber den spare ich mir. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will weitere Quests machen. Und soweit ich das gesehen habe, ist das nur ein weiterer Weg Richtung der nächsten Turmebene. Das heißt, wir haben uns quasi an diesem kreisrunden Feuerfalle, haben wir uns entschieden, ob wir nach links, rechts oder nach unten gehen. Wir sind als erstes nach rechts gegangen und ja, das passt schon. Wir könnten jetzt noch die anderen machen, aber die spare ich mir jetzt. Wenn da was ist, dann schreibt mir das in die Kommentare, wenn da was Wichtiges unten ist, noch irgendwie der voll krasse Loot, weil dann könnt ihr ja immer noch hergehen, aber ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr. Wir haben das so gut abgeschlossen jetzt hier, schneller als ich dachte und auch mit weniger Problemen als ich dachte. Und ich bin jetzt einfach nur froh, dass wir so eine tolle Truppe haben, die das hier so wunderbar geschafft hat. Das ist schon echt schön, freut mich. So, wir reisen erstmal nach Neshkel, weil wir verkaufen wollen. Das ist ein ewig langer Marsch und dann müssen wir ganz nach Norden wieder. Jetzt zu viel Perlschlinge hier. Wie die Fliegen fallen die mittlerweile. Dürfte nie so schwer sein. Erstmal komplett nach Süden und dann wieder komplett nach Norden gehen. Und hier oben in Ulgotsbad haben wir auch noch, ich glaube, irgendwie eine Quest mit Werwölfen. Wenn mich nicht alles täuscht. So ein kleines extra Gebiet ist das noch. Wo sind wir denn aktuell? Ach, da sind wir aber nicht weit gekommen jetzt, bis wir hier angegriffen wurden. So gut wie erledigt. Aber es ist schön, wieder mal in offenem Gelände zu sein. In diesem Gefilde hier. Da kann man so richtig schön durchatmen mal wieder. So, wer steht hier? Yahira und Khalid stehen immer noch hier. Ach ja. Ich würde immer... Am liebsten würde ich mit allen Charakteren, die ich finde, auf dem Weg würde ich das Spiel gern durchspielen. Aber das geht halt leider nicht. Bei Neverwinter Nights, ich weiß nicht mehr, ob es der erste oder der zweite Teil war, da ging das, ne? Da gab es einen Cheat, da konntest du jeden mitnehmen. Hat natürlich die komplett die Spielbalance komplett durcheinander gebracht. Aber es war so schön, weil du alle Geschichten erleben konntest. Du hattest quasi auch so eine Liste hier und die Liste war dann irgendwie voll mit, keine Ahnung, 10, 15 Leuten. Und du hattest natürlich den Vorteil, dass wenn du Aufgaben gemacht hast, die für bestimmte Personen gedacht waren, also dass die dann irgendwie wussten, was bei der Aufgabe zu tun war, was zu antworten war und so weiter, die hattest du ja immer dabei, weil du alle einfach dabei hattest. Und das war schon mal eine coole Erfahrung, ne? Es war natürlich sehr einfach dann, aber es war auch doch irgendwie mal schön, weil du hast halt einfach nichts verpasst dann. Sowas würde ich auch gerne mal mit Baldur's Gate machen. Einfach alle mitnehmen. So, Edelsteinbeutel. Die Schlüsselsteine, was machen wir denn mit den Schlüsselsteinen? Engelhaut brauchen wir einen noch. Wurde mir gesagt. Und wie immer vertraue ich natürlich meiner Kommentarspalte auf YouTube. Die wissen natürlich immer Bescheid. Deswegen behalte ich mir den einen. Gibt gar nicht so viel. Die ganzen Edelsteine, die wir haben aktuell, geben nicht mehr so wirklich viel Geld, habe ich das Gefühl. Es ist ein bisschen enttäuschend. Ich habe das Gefühl, brauchen wir nicht Spitzbubenstein auch noch? Ich lasse mal den Spitzbubenstein weg. Ich habe das im Hinterkopf noch, dass man irgendwo einen Spitzbubenstein auch noch braucht. Theoretisch können wir den ja wieder noch kaufen, aber trotzdem. 5275 für diese unglaubliche Menge an Edelsteinen. Wahnsinn, oder? Dass da nicht mehr dabei heraus springt.
Dann 2300. Oh Gott, der Langschild ist nur plus 5. Langschild plus 5 ist nur 5 Gold wert. Plus 1. Die Schlüsselsteine können wir alle nicht verkaufen. Nestes Dolch bleibt hier. Das brauchen wir alles nicht mehr. Durlaks Kelch lässt sich nicht verkaufen. Okay. Helm der Gesinnungsumkehr nur 350. Da hätte ich jetzt aber mehr erwartet. Robe des Abenteuers. Krutans Schädelmalmer. Ist das? Das ist ein Streitkolben, ne? Ich behalte mal kurz den Schädelmalmer, weil wir, ich glaube, der Jeslik hatte doch. Wir müssen mal kurz nachschauen. Karias Leben und der Langschild kaufen. Dann Schriftrollen. Können wir hier Schriftrollen verkaufen? Auch hier würde ich das so machen, dass wir uns einfach vielleicht so eine Schriftrolle von jeder quasi im Inventar behalten. Nur für den Fall, dass wir nochmal sowas brauchen. Na, dass wir irgendwo an einen Punkt kommen. Moment, die Schutzformel, die bleibt. Dass wir an einen Punkt kommen, wo wir irgendwie sowas nochmal brauchen. Dann würde ich... Dann hätten wir quasi mindestens eine drinnen. Warum auch immer. Aber alles andere, wir haben ja gesehen, wir brauchen das eigentlich nicht mehr. Ich glaube, dass Durlaks Turm jetzt aktuell der schwerste Part von Baldur's Gate war. Ich glaube nicht, dass der Rest jetzt hier in Baldur's Gate oben, also in der Stadt, dass der noch sonderbar schwieriger wird. Die Todeswolke behalte ich, die ist nämlich sehr stark. Identifizieren auch. Ast können wir komplett verkaufen. Fluchbrechen behalte ich auch noch. Monster herbeirufen brauchen wir nicht mehr. Beides können wir behalten. So. Und dann haben wir nämlich auch wieder etwas Platz im Behälter drin. Und bei der Tränketasche, okay, da will er gar nichts kaufen. Die Immoin kann auch nichts verkaufen. Wir schauen nochmal rein zum Jeslik. Weil der Jeslik, ach so, nee, der Jeslik hatte den Hammer. Hatte ich den? Ich hatte den Streitkolben hier. 1 wie 6 plus 2 und minus 1. 1 wie 6 plus 3 ist natürlich der viel besser. Dann bekommt den der Tollfuß und der wird verkauft. Und wir werden jetzt mit der Balas-Axt weitergehen, weil die halt für uns aktuell am besten passt. Die Geschäfte laufen schlecht. Kein Wunder bei der Eisenknappheit. Das wird verkauft. So. Einkaufen müssen wir aktuell nichts mehr. Weil wir so viel Zeug haben. Wir müssen jetzt nach Norden reisen. Und das mache ich ohne euch. Wir sehen uns dann hier oben in Ulgotsbad wieder. Dann gehen wir nochmal die Leute ab, die hier oben rumlaufen. Geben die Questsachen ab. Ist nicht so einfach, wie und es dann geht es Richtung Baldur's Tor. Aber wie gesagt, hier oben ist bestimmt noch irgendwo ist noch eine Quest, die was mit Werwölfen zu tun hat. Die schauen wir uns dann auch noch an.